Unter dem Titel Waldbühne anders erleben hatte die Laser Event Company GmbH am 19. August auf die Waldbühne Schwarzenberg geladen. Und damit war nicht nur das Pressefrühstück gemeint. Denn vom 23. bis 25. August finden hier 3 Tage lang Konzerthighlights für jedermann statt. So trifft am Freitag Ostrock auf Klassik, wenn die Erzgebirgische Philharmonie Aue gemeinsam mit der Band Zonenrocker ein Repertoire aus rund 50 Jahren grandioser Musikgeschichte spielt. Am Samstag ist Alphaville zu Gast im Erzgebirge. Fast 3000 Karten sind insgesamt für beide Abende bereits verkauft. Und das ist trotz der Größe der Waldbühne, in die sonst über 12.000 Menschen passen, auch ausreichend. Denn Besucher und Künstler tauschen an diesem Wochenende ihre Plätze. So wird die Bühne zum Zuschauerbereich und die markanten Granittraversen zur Projektionsfläche. Dafür bauen die Verantwortlichen von LEC schon die ganze Woche um. Das ist halt die Besonderheit zur Waldbühne anders erleben. Die Leute sitzen hier auf der eigentlichen Bühne, haben das Künstlerfeeling sozusagen, wenn die großen Künstler hier sind, schauen in die Ränge und wir inszenieren die Ränge, weil für mich ist es einfach bloß ein riesengroßes Szenarium, wo ich sage, das ist eine große Leinwand für mich und ich kann halt schöne Sachen bauen. 10 Kilometer verlegte Kabel, über 150 Künstler an 3 Tagen, ein multimediales Spektakel für Besucher aller Altersklassen. Neu am Sonntag ist der Familientag. Besonderheit dieses Jahr ist halt der Sonntag, wo wir halt zum einen das Harzer Bergtheater eingeladen haben. Mit denen haben wir viele freundschaftliche Verbindungen, viele Jahre lang. Es wird Peter Pan gespielt, eine tolle Inszenierung mit über 40 Darstellern. Mit Requisiten werden dabei sein. Tinkerbell ist klar, Peter Pan. Mit denen werden wir dann noch einiges vorhaben im Laufe des Tages. Aber es werden auch viele Sachen drumherum gebaut. Ganz viele Aktionen von Spielen über informative Sachen. Wir werden, wie gesagt, die Wasserwerke sind mit im Boot. Dort kann man sein eigenes Wasser mal mixen rund um das Thema Wasser. Die Stadtwerke werden sich präsentieren, um zu sagen, was kann man alles mit Energie machen. Die Sparkasse, Erzgebirgssparkasse ist mit dabei. Viele Partner versprechen ein buntes Programm, vor allem für die Jüngsten und das bei freiem Eintritt. Tickets für die beiden Veranstaltungen am 23. und 24. August sind an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse erhältlich.